Am 10. Dezember 1965 wurde planmäßig der elektrische Zugbetrieb auf der Strecke Blankenburg-Rübeland-Königshütte der sogenannten Rübelandbahn aufgenommen. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Blättern in alten Ausgaben vom Modelleisenbahner. Wir schreiben hier im Heft den April 1970 und das Thema habe ich ja gerade genannt, die Rübelandbahn. Wenn ich dann also mal aufblättere, dann seht ihr, es gibt hier einen tollen Artikel von Friedrich Spranger aus Dresden, der die Rübelandbahn nicht auf einer, nicht auf zwei oder drei, sondern auf, sagen wir ruhig, fast vier Seiten vorstellt. Und beim Blättern fällt auch gleich auf, natürlich beschreibt er die Bahn nicht nur im Detail in den einzelnen Auf- und Umbaustufen, sondern es ist auch eine Skizze dabei. Es sind ein paar wunderbare Bilder dabei. Es gibt eine Tabelle zu den Loks, die zu dem Zeitpunkt, als der Autor das hier geschrieben hat, gefahren sind. Also es ist sehr umfangreich. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Den ersten Satz, nun, den habe ich ja schon gelesen. Aber und auch darauf weist der Autor hin, bevor 1965 der elektrische Zugbetrieb planmäßig aufgenommen werden konnte, gingen diesem Ereignis umfangreiche Veränderungen an Bahnhöfen, Linienführung und Sicherungsanlagen voraus. Dabei handelte es sich keineswegs um die erste Rekonstruktion dieser komplizierten und stark beanspruchten Gebirgsbahn. Einerseits schränkten nämlich die schwierigen geografischen Verhältnisse die Leistungsfähigkeit der Strecke stark ein, andererseits aber stellte die sich entwickelnde Industrie des Harzes immer größere Aufgaben an die Bahn. Dieser Widerspruch zwang mehrmals dazu, die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Eisenbahntechnik zu nutzen, damit die Strecke einigermaßen den an sie gestellten Anforderungen gerecht werden konnte. Und ja, die erste Teilüberschrift sagt es dann schon, die ursprüngliche Strecke, eine Zahnradbahn. Als sich um das Jahr 1880 die Magdeburg-Halberstädter Eisenbahngesellschaft entschloss, die schon bestehende Bahnverbindung Halberstadt-Blankenburg bis ins Innere des Harzes weiterzuführen, ließen die damit verbundenen technischen Schwierigkeiten die Wirtschaftlichkeit des Projektes recht fragwürdig erscheinen. Das für den Bahnbau außerordentlich ungünstige Gelände ließ die Wahl zwischen zwei Varianten zu. Entweder hielten sich die Baukosten in erträglichen Grenzen, dann mussten unzulässig große Steigungen in Kauf genommen werden, oder es wurden günstige Neigungsverhältnisse geschaffen, dann waren aber riesige Summen für Kunstbauten und das Bewegen von Erdmassen zur Schaffung von Einschnitten und Dämmen nötig. Und die Sache mit den Neigungen, die sehen wir dann hier auch im Streckenprofil. Wir fangen linke Hand an mit Blankenburg und dann geht es quasi über Rübeland durch den Harz. Gezeichnet ist hier bis nach Tanne. Und wir sehen hier gerade im vorderen Abschnitt sind wahnsinnige Höhenmeter im Vergleich zur unten aufgetragenen Strecke, also zur Entfernung, entsprechend zurückzulegen. Aufgrund der großen Steigungen nun entschied man sich letztendlich, eine Zahnradbahn zu bauen. Diese konnte 1885 zwischen Blankenburg und Rübeland in Betrieb genommen werden und wurde ein Jahr später dann bis Tanne letztendlich erweitert. Und die Strecke war so gelegt, dass sie an den quasi wichtigsten und größten Gruben und Bergwerken der Region ganz gut vorbeikam. Und es waren nur zwei Tunnel insgesamt erforderlich. Man hat also wirklich das Bewegen von Erdmassen versucht, auf ein Minimum zu reduzieren. Entsprechend niedrig waren die Baukosten, aber darauf hatte der Autor ja vorher schon hingewiesen. So günstig sich auch die Trassierung auf die Baukosten auswirkte, brachte sie jedoch betrieblich außerordentliche Erschwernisse mit sich. Er weist dann darauf hin, in Klammern Spitzkehre in Michaelstein und besonders die vielen Steilrampen. Immerhin mussten 11 Zahnstangenabschnitte mit Steigungen zwischen 40 und 61 Promille auf einer Gesamtlänge von 7,6 Kilometern durchfahren werden. Und
Das galt zwar dann zu dem Zeitpunkt, als wir haben das Optimum rausgeholt. Nach wenigen Jahrzehnten aber war infolge der betrieblichen Unzulänglichkeiten die Strecke an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Und so kam es zum ersten Umbau. Man machte aus der Zahnradbahn eine Reibungsbahn. Und Spoiler, wenn wir auf dieser Seite weiter unten schauen, dann sehen wir schon, oh, der zweite Umbau. Verbesserung der Linienführung. Das heißt, selbst der Umbau von Zahnrad auf, in Anführungsstrichen, normale Reibungsbahn hat noch nicht das Optimum am Ende erreicht. Dieser erste Umbau erfolgte in den 20er Jahren, also aus heutiger Sicht 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und interessanterweise waren die Erprobungen so erfolgreich, dass 1926 der gemischte Betrieb eingestellt und durch reinen Adhäsionsbetrieb ersetzt werden konnte. Die damals von Borsig beschafften Lokomotiven der sogenannten Mammut- oder Tierklasse, ja, mit diesen unglaublich putzigen Namen Mammut, Büffel, Elch und Wiesent, bewährten sich so gut, dass die Deutsche Reichsbahn nach grundsätzlichen Versuchen festlegte, die Strecken mit Steigungen bis 70 Promille nur noch als Reibungsbahnen zu bauen. Im Anschluss an die Harzbahn wurden auch die Thüringer Zahnradstrecke Plaue-Thema und Schleusingen-Suhl auf Reibungsbetrieb umgestellt. Das heißt, man hatte herausgefunden, nee, es gibt ja Loks, die das Ganze schaffen könnten. Aber wie gesagt, das war immer noch nicht das Optimum und durch Intensivierung von Förderleistungen etc. in den Gruben und Bergwerken war ein weiterer Umbau notwendig. Und das geschah tatsächlich noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Also wir waren gerade bei 1926. Recht zügig, offensichtlich, entschied man sich, die Strecke zwischen Hüttenrode und Rübeland neu zu gestalten. Wo war der Trick? Nun ja, die alte Strecke hatte ein ziemlich starkes Gefälle, das durch das Kreuztal zur Bode runterführte und dann wieder leicht anstieg und dem Lauf des Flusses nach Rübeland folgte. Die neue Trasse hatte ein etwas geringeres Gefälle, ein mäßiges Gefälle, wie der Autor schreibt, und war in Hanglage entsprechend angebracht. Geradewegs nach Rübeland, ohne sich an den Verlauf der Täler zu halten. Und als Folge musste man dann natürlich zwei Tunnel bauen. Genau das, was man vorher hatte vermeiden wollen, wurde nun doch umgesetzt. Allerdings stellte man dann, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, fest, und zwar 1950, ja, dass wir wieder vor dem alten Problem stehen, die Streckenkapazität. Das heißt, inzwischen wurde wieder mehr produziert und man war wieder genau an so einer Schwelle, die Züge schafften es nicht mehr. Alle Güterzüge fuhren mit Schiebelokomotive, wobei vorwiegend die starken Tenderloks der Baureihe 850, die aus der Mammutklasse hervorging, sowie die Mammutlok selbst verwendet wurden. Später benutzte man für schwere Züge sogar drei Lokomotiven, zwei an der Zugspitze und eine am Zugschluss. Doch ließ sich das nicht allgemein verwirklichen, weil die Spitzkehre in Michaelstein mit ihren Gleislängen von 200 und 220 Metern der Zuglänge eine nicht zu umgehende Grenze setzte. Schließlich musste der Reiseverkehr durch Kraftomnibusse bewältigt werden. Aber auch damit war das Problem der Streckenkapazität nicht zu lösen. Die Industrie des Harzes und die zukünftige Entwicklung forderten wiederum umfangreiche Erweiterungen der bestehenden Anlagen. Also folgt der dritte Umbau: Rekonstruktion und Elektrifizierung. Und damit sind wir dann da, wo ich dieses Video angefangen habe, nämlich mit der Eröffnung der zu elektrifizierenden Strecke, aber eins nach dem anderen. Als allererstes kamen weitere Streckenumbauten. Das Rekonstruktionsprogramm, schreibt der Autor, bezog sich nicht nur auf den zu elektrifizierenden Abschnitt Blankenburg-Königshütte, sondern auch auf die im Flachland gelegene Zubringerstrecke Halberstadt-Blankenburg. Auf beiden Strecken verstärkte man den Oberbau und die Brücken wegen der Achslast und auch wegen der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Natürlich stieß man auch da auf Probleme, wie zum Beispiel den Bilsteintunnel, der aus einem ehemaligen Bergwerksstollen hervorgegangen war.
Und den für den elektrischen Zugbetrieb zu elektrifizieren, das galt als unmöglich. Interessanterweise wurde in diese Modernisierung die Stichbahn zwischen Elbingerode und Dreiannenhohne, ja, die Verbindung zur Harzquer- und Brockenbahn, sowie der Abschnitt Königshütte-Tanne überhaupt nicht mit einbezogen. Heute wissen wir natürlich, dass diese beiden Strecken nicht nur einfach stillgelegt worden sind, sondern nein, man kommt einfach gar nicht mehr nach Dreiannenhohne. Das heißt, stillgelegt heißt schlicht und einfach abgerissen. Aber man findet in Dreiannenhohne noch Reste. Allerdings war dieser Streckenumbau, den man da verwirklichen musste, nur ein Teil. Es mussten Bahnhöfe umgebaut werden, um die E-Loks entsprechend dort gut einsetzen zu können. Es mussten die Sicherungsanlagen erneuert werden. Und letztendlich macht natürlich die Elektrifizierung, also der ganze Einbau bzw. Aufbau von den ganzen Fahrdrähten, einen riesigen Teil der Arbeit aus, auch wenn er hier relativ kurz abgehandelt wurde vom Autor. Dabei weist der Autor auf eine Besonderheit hin. Die Rübelandbahn wurde nicht wie das Hauptnetz der Deutschen Reichsbahn für Einphasenwechselstrom mit 15 Kilovolt und 16 Zweidrittel Hertz eingerichtet, sondern für Einphasenwechselstrom von 25 Kilovolt und 50 Hertz. Das bringt betrieblich keine Nachteile mit sich, da die Bahn als reiner Inselbetrieb auch in Zukunft nicht mit dem elektrifizierten Hauptnetz der Deutschen Reichsbahn verbunden werden soll. Gut, hieraus kann man jetzt nicht erkennen, warum man sich dafür entschieden hat, aber es ist zumindest eine interessante Insellösung, die man da gewählt hat. Elektrifizierung hieß natürlich auch, dass dann ab diesem Zeitpunkt für den gesamten Güterverkehr natürlich jetzt keinerlei Dampfloks etc. mehr eingesetzt wurden, sondern, wie der Autor dann auch beschreibt, man hat ganz gezielt für die Rübelandbahn 15 Lokomotiven der Baureihe E251 beschafft. Und anschließend, ab 1965, naja, dann die Dampfloks quasi abgeschafft. Die Baureihe 950 war nicht länger nötig. Und noch einen anderen Vorteil hatte es, das Ganze zu elektrifizieren und damit einfach den ganzen Güterverkehr auch flüssiger zu machen. Der Reiseverkehr konnte mit der Eröffnung des elektrischen Zugbetriebs wieder auf die Eisenbahn verlegt werden. 12 Reisezugpaare sind täglich vorgesehen. Dass zunächst immer noch einige Leistungen im Schienenersatzverkehr gefahren wurden, lag daran, dass mit Rücksicht auf die unter der Strecke gelegenen Bergwerke stundenweise Sperrpausen eingelegt werden mussten. Neben dem Güter- und Berufsverkehr erfüllt die Rübelandbahn wichtige Aufgaben für den Ausflugs- und Touristenverkehr. Sicher werden auch viele Freunde der Eisenbahn die Gelegenheit nutzen, sich im Personenzug mit der E251 über eine der interessantesten Gebirgsbahnen unserer Heimat fahren zu lassen. Und heute? Nun ja, aus heutiger Sicht wissen wir, dass nicht nur 1969 der Streckenabschnitt zwischen Königshütte und Tanne stillgelegt und bis 1974 abgebaut wurde, sondern auch der Streckenabschnitt zwischen Elbingerode und Königshütte verlor 1999 letztendlich den Personenverkehr und wurde dann im Jahr 2000 stillgelegt. Und im Jahr 2005 wurde dann der letzte planmäßige Personenverkehr auch auf dem verbliebenen Abschnitt zwischen Blankenburg und Elbingerode eingestellt. Aber immerhin, gelegentlich kann man auch auf dieser Strecke heute noch Personenzüge antreffen. Das sind dann aber wirkliche Ausnahmen. Ja, ihr seht, diese Strecke hatte eine wahnsinnig abwechslungsreiche Geschichte und persönlich finde ich es natürlich schade, dass zum Beispiel von der Zahnradbahn jetzt nicht wenigstens noch ein Abschnitt erhalten ist, dass man sich da heute das noch als technisches Denkmal anschauen könnte. Das wäre noch so richtig ein Highlight. Aber wie gesagt, es gibt ja noch die Möglichkeit, ab und zu zwischen Blankenburg und Rübeland entsprechend unterwegs zu sein. Und da gilt natürlich von meiner Seite ein großes Dankeschön der Arbeitsgemeinschaft und dem Förderverein
Rübelandbahn für ihre Bemühungen, dieses Stückchen Eisenbahngeschichte einfach zu erhalten. Das war's aber für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und ich hoffe, wir sehen oder hören uns bald wieder. Tschüss!